Frohe Weihnachten, meine lieben Zuckerpupse. Es ist Weihnachten, ich weiß nicht, ob ihr Weihnachten feiert, aber falls ja, wünsche ich euch frohe Weihnachten. Und wenn nicht, einfach ein paar entspannte, hoffentlich stressfreie Tage. Und ich wollte passend zu Weihnachten heute ein bisschen mit euch Zeit verbringen und ein Weihnachtsessen machen. Und zwar will ich vegane Ente ausprobieren und die sieht richtig krank fancy aus. Ich habe die online bestellt und war echt länger auf der Suche und dachte, vielleicht mache ich mir so einen veganen Braten. Aber ich fand, die vegane Ente hat mich persönlich am meisten angesprochen. Ich habe mich letztendlich für diese vegane Ente entschieden von Planeo. Und ich hatte den Anschein, dass das Ganze recht nachhaltig ist. Hier steht nämlich auch drauf, nachhaltig, fair und transparent. Jetzt sehe ich aber, als ich das zugeschickt bekommen habe, dass es aus Taiwan kommt. Also es wird in Taiwan hergestellt, die Firma sitzt in Dresden. Also ich hatte irgendwie gedacht, das wäre in Deutschland produziert. Es kam aber sehr süß an, muss ich sagen. Willkommen, lieber Fabian, und dann dieses Hühnchen. Fand ich irgendwie süß. Gekostet hat das Ganze 8,99 €, was ich komplett fein finde für, wie viel ist da drin? Ein halbes Kilo vegane Ente nehme ich. Es besteht aus Weizenprotein, Weizenstärke, Sojasauce ist drin. So, ich blende euch die Zutaten ein. Es hat eine sehr kurze Zutatenliste, weswegen ich mich auch hierfür entschieden habe. Ich fand das da sehr cool aus. Das testen wir aus. Dazu machen wir Semmelknödel und Rotkohl, wie es sich gehört. Und eine Bratensoße habe ich noch bestellt. Sie hier, die wollte ich auch nochmal testen. Das ist keine Kooperation heute. Ich habe neulich mit Green Force zusammengearbeitet, aber das habe ich mir selber einfach geholt, weil ich die auch unbedingt noch ausprobieren wollte und die war immer ausverkauft. Semmelknödel habe ich auch schon mal erzählt. Gibt es im Biomarkt in vegan. Sonst ist da auch öfter Volleipulver drin. Ihr könnt die natürlich auch selber machen. Ist dann natürlich auch nachhaltiger. Weniger Verpackung. Und schmeckt auch sehr gut. Ich habe euch unten mein Rezept verlinkt, was ich vor 2 Jahren zu Weihnachten gemacht habe. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, aber ich habe heute keine Zeit dafür. Ihr müsst euch vorstellen, so die gestresste Housewife oder Houseman, alle sind zu Hause, die Familie, so es muss schnell gehen, effizient und gut schmecken. So, die Knödels. Und die lasse ich kurz ein bisschen aufquellen. Was gibt es bei euch an Weihnachten zu essen? Schreibt mir das mal sehr gerne. Bei uns ist es nämlich immer so, also meine Mom kocht immer für meine Schwester und mich schon ewig ein veganes Essen zu Weihnachten. Und da macht sie immer auch Knödel. Sie macht eine Bratensoße selber und die schmeckt so geil. Aber ich habe mir mal das Rezept von ihr schicken lassen und es hat nicht, ich habe es nachgemacht und es hat nicht so geschmeckt wie bei ihr. Und dann war ich so, da war ich mad. Nee, will ich heute mal sie hier ausprobieren. Ihr kriegt bei Greenforce, glaube ich, auch noch 25% mit meinem Rabattcode. Es ist heute keine bezahlte Werbung, aber ich habe geguckt, der Code geht noch. Ich habe es mir nämlich auch mit meinem Code bestellt. Rotkohl gibt es auch einfach ganz klassisch im Glas. Ist jetzt auch kein Hexenwerk. Kartoffelbrei ist gestohlen worden. Daddy, Daddy. Oh, der riecht gut. Rein damit. Ich habe heute sogar meinen Weihnachtspulli an. Den trage ich immer an Weihnachten. Oh, ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit, ne? Ich finde, an Weihnachten ist es auch immer wichtig, also für mich ist es wichtig, dann trotz der ganzen Familienaktivität und alles, was man macht, auch manchmal so sich so ein paar Minuten oder Stunden rauszunehmen, um alleine kurz wieder runterzukommen. Ich mag es sehr gerne, Leute um mich herum zu haben, aber ich brauche fast noch mehr meinen eigenen Raum, um mich dann wieder aufzuladen und so runterzukommen. Köstlich, festlich, unwiderstehlich. Das ist die küchenfertige, vorbereitete vegane Ente von Planeo. Die Zubereitung ist denkbar einfach, da sie bereits vorgegart und gewürzt ist. Ja. Ich frage mich, ob es gibt auch manchmal in Restaurants so zum Curry und so vegane Ente, ob das die hier ist tatsächlich. Da freue ich mich jetzt drauf, muss ich sagen, ne? Bin ich richtig gespannt. Ich hoffe, es wird kein Flop. Boah, das riecht sehr räucherig, so flüssig rauchmäßig, Rauchsalz und voll nach Ente. Meine Mama macht auch mal so eine Art vegane Ente, aber das ist aus dem Glas und meine Schwester will nicht, dass wir diese Tradition brechen und ich versuche jedes Jahr mit irgendeinem fancy veganen Braten anzukommen. Aber nein, bei uns gibt es immer das Gleiche, aber ist sehr lieb, ne? Ich bin auch sehr dankbar, dass meine Mama da auf meine Ernährung achtet. Das ist das gute Stück. Die riecht toll, dann schneiden wir sie mal in kleine Stücke, ne? Krank! Hey, das ist ja ein richtiges Brett. Wie viel ist denn das? Die ist auch so richtig faserig. Bisher bin ich von dem Produkt sehr begeistert. Sowas in der Art hatte ich auch noch nie.
So schaut jetzt meine Geschichte. Oh, 5-Minuten-Regel. Sieht sie nicht schick aus? Ich mag den Geruch. So, sind meine Knödel jetzt mal gequollen oder... Oh, das dauert mir ja alles zu lange. Kein Weihnachtsstress, wir entspannen uns. Es ist ja auch basically eine super einfache Zubereitung, was ich hier mache, ne? Das Jahr ist vorbei. Heute ist auch ein besinnliches Comfort-Video. Ja, ich wollte mich auch einfach nochmal bedanken, dass ihr die ganze Zeit mit dabei seid. Ich mache YouTube und alles schon sehr, sehr lange. Einige sind natürlich jetzt über dieses Jahr dazu gekommen. Ja, und da wollte ich einfach nochmal Danke sagen, dass ihr darauf auch Lust habt und... Entschuldige, du scheinst das Navigationssystem gerade nicht zu benutzen. Wenn du eine Wegbeschreibung möchtest, sag einfach Wegbeschreibung nach. Wohin auch immer. Ich merke schon, Siri hat auch keine Lust darauf, dass ich jetzt hier so cheesy werde. Auf jeden Fall Dankeschön, dass ihr dabei seid. Es macht mir sehr viel Spaß, den Content zu kreieren, den ich gerade mache. Ja. Jetzt mache ich meine Ente. Es wurde nur darauf hingewiesen, dass es wichtig sei, dass die Ente wirklich richtig durchgegart ist. Das ist auch wirklich so richtig faserig. Und es hat so Haut. Hört ihr sie brutzeln? Boah, die Ente riecht so lecker. Das riecht hier wirklich wie diese... Kennt ihr die vegane Ente in so Restaurants? Jetzt kümmere ich mich noch um die Bratensoße. Und was ich bei der hier von Green Force geil finde, dass es 1 Liter ergibt. Also du musst nicht das Komplette machen. Oh, sie riecht auch wie eine richtig gute Braten. Es fängt an zu schneien draußen. Oh, in Köln hat es noch gar nicht geschneit dieses Jahr. Oh, ein Weihnachtswunder. Man kann die auch portionieren. Du musst nicht das Komplette machen. Ich werde aber 1 Liter machen, weil ich liebe Bratensoße. Das muss alles drin schwimmen und sich aufsaugen, die Knödel. Vermische ich einfach nur mit kaltem Wasser. Und die riecht wirklich wie bei Oma. Die ist so richtig schön sämig. Meine Oma hat früher Bratensoße gemacht, die war so geil. Und die riecht wirklich 1 zu 1 wie bei ihr. Meine Ente sieht auch schon richtig gut aus. Und ich hatte erst Angst, dass die zu trocken wird, aber die ist richtig weich geworden. Und man kann die wirklich so richtig in so eins... Aua! Es ist fertig. Ich habe hier die Semmelknödel mit der Bratensoße, die vegane Ente und der Rotkohl. Und das sieht richtig krank für die aus. Ich werde mir das jetzt hier schmecken lassen. Rotkohl ist geil. Jetzt kommt die Soße. Oh wow. Die Soße schmeckt genauso, wie sie gerochen hat. Die hat eine richtig geile Konsistenz, wie ich finde. Und schmeckt wirklich 1 zu 1 wie Bratensoße. Mhm. Boah, ist die geil. Ich finde die auch nicht zu salzig. Die schmeckt original wie bei Oma. Jetzt kommt die Ente. Ich habe die eben noch mal so richtig kross angebraten. Oh mein Gott. Oh, ist die geil. Die schmeckt original wie vegane Ente, die ich schon kenne. Aus dem Restaurant. Oh mein Gott, ist das lecker. Die hat so eine zarte Textur, aber trotzdem bissfest. Und wirklich, die hat auch so eine Haut. Und zerfällt auch so in ihre eigenen Stücke, aber ist nicht zu weich oder so. Null trocken, so richtig fettig irgendwie. Genau wie man das an Weihnachten braucht. Und die Haut dazwischen ist teilweise so richtig knusprig. Das ist krank. Es ist richtig, richtig lecker. Ja, frohe Weihnachten, meine lieben Leute. Das ganze Gericht hier bekommt eine 10 von 10. Und die Ente auch. Die Ente ist super einfach in der Handhabung. Ich hatte erst Angst, dass mir die zu trocken wird, aber da musste ich jetzt irgendwie auch nicht wirklich drauf achten. Aber das hat auch so einen Entengeschmack. Da steht aber nur Gewürze drauf. Ich weiß nicht, mit was die das würzen, dass das so geil schmeckt. Und was ich auch gut finde, das ist jetzt nicht so ein Braten, der stundenlang im Ofen braucht. Das kannst du dir einfach schnell anbraten. Gerade bei uns, bei der Familie, ist der Ofen immer belegt mit dem eigentlichen Weihnachtsbraten. Und das kannst du in die Pfanne hauen, ist richtig schnell durch. Ja, ich wünsche euch schöne Tage. Lasst euch nicht stressen. Und wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder. Am 1.1. kommt ja auch ein Video online. Bis dahin. Macht's gut. Und versucht ein bisschen zu entspannen.